Komm her, Digga. Ja, fein, Digga, komm her. Ja, siehst du. Guck mal. Ja, Khaleesi quackt wie eine Ente. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ups. So, jetzt werden wir nochmal testen, ob er beißt. Ich halte jetzt den Finger hin. Er beißt nicht. Er gibt nur das Signal, dass er gern gekrault werden möchte. Nochmal wieder wegnehmen die Hand, nochmal wieder hin. Ja. Fein. Ja, Digga. Du heißt Digga, ne? Im Moment. Ja, Digga. Man muss ja festhalten, die ersten Annäherungen. Oder was das auch immer werden soll. Auf jeden Fall, dass sie schon mal beide auf einer Hand sitzen. Ja! Weiß man nicht, was ich hier filme. Oh, Khaleesi, komm mal hier in die Küche. Khaleesi. Ja, lass ihn noch. Noch muss ich nicht abknutschen. Ja, guck, das ist der Dicke. Hat er jetzt hier? Ja. Was? Sie, er. Also, ich will ja mal nicht sagen, aber ein Kilo zu halten die ganze Zeit ist schon und überhaupt jetzt auch. Das ist, ey, Alter, das ist, ich bin hier ganz chinesischer Mönch, der hier einmal, ja, komm mal, ja, fein. Hast du fein gemacht. Ja, hast du ein Küsschen gegeben, ne? So, ja, wir haben den Dicken jetzt eine Woche hier und er ist schon wesentlich zutraulicher geworden, ne? Hat auch keine Angst mehr, wenn man jetzt so auf ihn zukommt und er kann auch schon sein erstes Kunststück drehen. Ja, drehen, Digga, dreh dich mal. Digga, guck mal hier, so, drehen, ja, drehen, drehen, fein. Auch er hat das relativ schnell gelernt, auch eben einfach wieder mit dieser Handbewegung drehen, hier rumgezeigt, dass er das wusste. Und dann, auch wenn man eben, weil man noch nicht weiß, wie er jetzt so reagiert mit der Hand, ob er mal gerne vielleicht zuschnappt oder so, das Körnchen immer dann so geben, dass er einen langen Hals machen muss, dass er einen nicht in den Fingern beißen kann, sondern dass er sich strecken muss, um das Körnchen zu kriegen. So, mach nochmal drehen. Digga, drehen. Ja, dreh dich nochmal. Dreh dich nochmal. Meine Hand ist hier unten. Ne? So, drehen. Ja, dreh dich mal. Ja, drehen. Drehen. Ja, ja, drehen. Digga, drehen. Drehen. Ja, drehen. Drehen, drehen, drehen. Fein. Hast du fein gemacht. Guck mal. Mhm. Das ist fein. Und auch gar nicht schlimm, ne? Mal das kleine Köpfchen anzustrengen. Ja, der Dicke ist 6 Jahre alt. Und ja, er hat sowas noch nie vorher gemacht. Und dafür macht er das ziemlich gut. Drehen, Digga. Drehen, drehen, drehen. Ja. Bewegt sich ein bisschen wie so ein kleines Faultier. Ich glaube, wir nennen dich dann Flash. Hm? Ja, fein. Ja. Weiß ich. Hm? Nochmal drehen. Ja, drehen. 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 Fein. Ja, Mann, ich muss ja mal die Körnchen holen, ne? Ja, hast du fein gemacht.
Wie gesagt, die Belohnung ist immer mit das Wichtigste. Und wenn man einen anfängt, einem Papagei was beizubringen, sollte man die leichtesten Sachen machen. Also drehen ist jetzt eben nicht so schwer für ihn. Drehen, man sieht es ja, das hat er auch, sag ich mal, so 20 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten hat es gedauert. Und da hat der Papagei das schon begriffen. Ne, sag mal, wir sind ja gar nicht so blöd, sag mal, ne? Ihr seid schlaue Papagei, ne? Schlau seid ihr. Nochmal, drehen, Digga. Ja, dreh dich mal. Drehen. Oh. Nee, das war nur eine halbe Umdrehung. Richtig drehen. Ja, richtig drehen. Drehen richtig rum. So, drehen. Fein. Toll. Ja, hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. So, nochmal drehen. Drehen. Meine Hände sind hier. Also nicht, dass man denkt, ich gebe ihnen irgendwie ein Zeichen. Drehen. Fein. Fein. So. Kann ich sie drehen? Fein. So, dicker. Ja, dicker auch drehen. Drehen. Fein. So, kann ich sie drehen? Fein. Dicke drehen. Oh, du bist noch am Essen. Guck mal, Kalisi ist so schnell. Die haut die Dinger weg. Ja, Kalisi, Flügelchen hoch. Fein. Flügelchen hoch. Fein. Huch. Nicht runterfallen. So, Dicker auch nochmal drehen. Nein, Kalisi. So, Dicker. Ja. Oh. Kalisi, geh mal hier rüber. Warten. So, Dicker drehen. Drehen. Fein. Jo. Jetzt Kalisi drehen. Nein, drehen, Kalisi. Nein, drehen. Fein. So, drehen. Fein. Was ist mit dir, Digga? Auch nochmal drehen? So? Ja, hier geht's lang. Drehen. Fein macht ihr das. Ja, siehst du. Fein. Habt ihr fein gemacht. Nee, der muss zuerst. Erst der Grüne. So, und dann der Blaue. Genau. So. Hast du fein gemacht? Ja, hast du fein aufgeräumt. So, was? Der Dicke macht es wieder kaputt. Genau, so. Und Kalisi kann es wiederholen. So. Boah. Na, was denn jetzt? Heil oder kaputt machen? Hier ist der. Ja, fein gemacht, kann ich sehen. Ja, Digga, krieg auch mal ein Leckerli, ne? Keiner kann das so schön kaputt machen wie du, sag mal. Kalisi.